Das ist eine Skizze, die ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe. Und zwar geht es heute um die Verbesserung der eigenen Zeichnung. Es geht darum, dass du deine Zeichnung bzw. deinen Stil weiterbringst, eine Zeichnung nimmst, egal welche, das kann ein Porträt sein, eine Landschaft, etwas, das dir vielleicht etwas bedeutet oder wo du findest, ja, das könnte ich noch verbessern, das könnte ich irgendwo da und dort besser machen, besser zeichnen. Das machen wir am besten aufgrund einer bestehenden Zeichnung und zwar ohne Vorlage, weil die lassen wir effektiv weg, auf die schauen wir dann nicht mehr. Ich benutze zu diesem Anlass diese Skizze hier. Ich werde auch die Vorlage nicht mehr suchen, sondern ich orientiere mich nur an der Zeichnung. Ich habe jetzt diesen Kopf ausgewählt, weil ich habe da ein paar bestimmte Bereiche, die man hervorheben könnte, die man akzentuieren könnte, die man auf verschiedene Arten dann darstellen kann. Und um das geht es, dass man von der eigenen Skizze dann wie tiefer in die Zeichnung reingeht und Varianten davon macht, mit verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Stiften, Pinseln, Farben vielleicht und auch das Objekt an sich verändert und anpasst, wo es passt, natürlich je nach Werkzeug, das du benutzt. Und das eröffnet uns eine immense große Bandbreite. Wir können da effektiv dann dem Motiv entsprechend bestimmte Bereiche akzentuieren. Hier zum Beispiel kann ich sagen, ja, ich nehme einmal, betone ich noch mehr das Gesicht, die Augen vielleicht, Kappe und die Pfeife, die skizziere ich nur an. Bei einem zweiten Durchlauf kann ich sagen, ich konzentriere mich dann wirklich nur auf die Kappe und spiele ein bisschen mit ihr herum, mit dem Material, mit der Struktur, mit der Größe vielleicht, mit der Bewegung. Und der Kopf dient so als Mittel zum Zweck, der auch noch drauf muss. Oder beim dritten Mal vielleicht sage ich nur, okay, Kappe und Pfeife ist wichtig. Arbeite ich dann mit einer Farbe und der Kopf, den skizziere ich nur an und so weiter und so fort. Also wir haben da effektiv mehrere Möglichkeiten und durch diese Bandbreite, was vertiefen in die Zeichnung, also in das Motiv, beziehungsweise sind wir befreit, uns nicht mehr mit dem Motiv effektiv befassen zu müssen, also mit dem Motiv Suche befassen zu müssen, sondern können effektiv nur mit der Vorlage arbeiten. Und zweitens, wir können auch da Sachen drin entdecken, die uns vielleicht nicht so auf den ersten oder zweiten Blick bewusst gewesen sind. Man kann sich so Bereiche heraussuchen, die einem effektiv gefallen, für die man dann jeweils wie ein eigenes Motiv im Bild dann schafft. Man sieht dann automatisch, wie arbeitet das Bild mit dir selber, wie kannst du dann, was für Veränderungen kannst du im Bild bewirken, was ist alles möglich, was für eine Tiefe gewinnt dann das Bild, beziehungsweise wie flach kannst du es machen? Kannst du grafisch arbeiten oder liegt einem das selber? Oder will man eher malerischer etwas ausprobieren? Kann man Stile dann in einer Zeichnung auch mischen? Und wie weit kann man da gehen? Dafür hilft eben ein Motiv, eine Vorlage. Und die soll nicht allzu schwer sein für dich. Mit der musst du gut klarkommen. Sie soll aber auch nicht zu langweilig sein, also nicht zum Beispiel so eine einfache Kaffeetasse, wo du dann effektiv nicht mehr viel verändern kannst oder etwas dazugeben kannst, weil die ist so, wie sie ist und vielleicht kann man sie länger machen, breiter, aber mehr ist da nicht. Darum habe ich auch das Gesicht gewählt. Da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, die Geschichten erzählen und die etwas aussagen. Da kann man die miteinander oder gegeneinander ausspielen, weglassen oder betonen effektiv. Wir haben da wirklich mehr Spielraum mit einem Gesicht oder mit einem Kopf. Hier zum Beispiel, er hat einen Hut an. Das ist ein spezieller Hut. Hat ganz viel Bewegung drin, also eine sehr ungewöhnliche Form. Vielleicht ein Kopf aussuchen, der vielleicht spezielle Haare hat, eine spezielle Frisur. Da kann man dann auch noch viel machen damit. Jetzt mit den Materialien vielleicht oder mit der Ausgestaltung. Und das Gesicht ist dann vielleicht eher unspektakulär. Kannst du dann aussuchen. Also wähle ein Motiv für dich aus, das wirklich nicht zu einfach ist. Also nicht zu einfach in der Wirkung, Bildwirkung, wo du effektiv selber etwas reinbringen kannst. Aber auch nicht zu schwer, dass du nicht stagnierst, dass du nicht irgendwie an zum Beispiel einem Auge kleben bleibst und einfach nicht mehr weiterkommst oder vielleicht eine Tierform nimmst, die dir nicht vertraut ist, die vielleicht zu schwer ist. Also man sollte schon ein bisschen etwas dieses Motiv kennen oder ja, mit der Vorlage ein bisschen vertraut sein, sich da zutrauen, da wirklich neue Geschichten da reinzubringen oder vielleicht ein bisschen Unbekannte besser zu betonen. Ja, Mut haben, da mit dem Motiv auch zu spielen. Ich werde euch heute mit diesem Motiv zeigen, was bei diesem Motiv mir möglich ist. Ich möchte relativ zügig arbeiten, also nicht jetzt eine Stunde an einer Variante verbringen, sondern das ist eine Skizze, die ist vielleicht in 20 Minuten passiert. Also da will ich ungefähr auch bleiben, 20 Minuten bis eine halbe Stunde.
Sonderprozeichnung. Vielleicht schaffe ich 2, 3, vielleicht 4. Das ist eine Übung, die empfehle ich unbedingt zu machen, wenn du deinen Stil, wenn du deine Materialien weiter ausprobieren möchtest, wenn du dich ein bisschen oder in einem Stil pushen möchtest, kannst du ja beim gleichen Stil bleiben und einfach mit den Farben variieren oder mit den Pinseln variieren. Da passiert schon mal ganz, ganz viel. Die Zeichnung, die geht, also das ist ein Motiv in die Tiefe, und in der Breite kannst du dann mit den Materialien und mit den Farben arbeiten, wobei du kannst auch dort in der Tiefe bleiben mit einem Pinsel oder mit 2 Farben, aber du veränderst vielleicht die Konsistenz, je nachdem, was am besten fürs Motiv passt und mit dem du dich wohlfühlst. Aber dieses Arbeiten in die Tiefe birgt enorm viel Potenzial, um sich da auch besser selber kennenzulernen, um die Materialien kennenzulernen und auch ja, sich mit einem Motiv ein bisschen tiefer zu befassen. Ja, und wie das so ist in der Post-Production, sind mir natürlich da auch ein paar neue Sachen hinzugekommen und eingefallen. Darum nehme ich das jetzt im Nachhinein auf. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil, ja, anderes Mikrofon, aber ich finde, diese Sachen sind auch noch wichtig bezüglich Wiederholung. Im Allgemeinen ist ja Wiederholung nicht mit positiven Gefühlen verbunden. Wir haben ja den Arbeitsalltag, immer die gleichen Routine, Bewegungen, Abläufe, und irgendwie ist Wiederholung ist auch nichts Gutes. Aber in dem Sinn der Kunst hat Wiederholung oder Repetition auch sehr oft und sehr stark auch einen konzeptionellen Charakter. Man denke nur an die Bilder von Andy Warhol, also die Tomatendosen, die gesiebdruckten. Das war ja das Konzept der Massenanfertigung, oder auch gleichmäßige Pinselstriche in einem Bild. Auch hier zum Beispiel Van Gogh, wo der ganz pastos gemalt hat. Und da hat wirklich die Wiederholung ist ein Teil des Bildes, ein Teil des Konzeptes und gehört zur Kunst. In unserem Fall ist natürlich dann die Wiederholung per se nicht eine Wiederholung, weil wir wiederholen ja nichts in dem Sinn, sondern wir repetieren einfach das gleiche Motiv, die wir dann verschiedenartig ausspielen können und effektiv ausprobieren können. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen eintönig wirken, aber ich verspreche dir, es ist es wirklich nicht, weil du dann durch das tiefe Eintauchen in das Motiv, du vergisst dann das Motiv und konzentrierst dich dann effektiv nur auf die Ausarbeitung, um das Material, um die Wirkung von den Farben, vielleicht von den Strichen, und das Bild, die Anmutung, auch die Aussage des Bildes nimmt dann eine ganz andere Form an, kann sogar zum Teil wirklich ganz etwas anderes aussagen, eine andere Stimmung vermitteln, und um das geht es ja schlussendlich. Wie du mit dem gleichen Motiv, aber anders ausgesagt, anders interpretiert, eine ganz andere Aussage dann andeuten kannst oder vermitteln kannst. Das gibt dir dann dementsprechend wieder Input für dein eigenes Schaffen, für deinen eigenen Prozess. Ja, du reflektierst dich durch das auch selber, weil, wie gesagt, wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, für einen Mentor oder für jemanden zu fragen oder eine Lehrkraft, die uns da Feedback gibt. Und es kann natürlich passieren, dass du effektiv die Wiederholung als eine Art Konzept übernimmst für deine Werke, für deine Arbeit, und merkst, ey, wenn ich jetzt vielleicht diesen und diesen Schritt auf verschiedene Arbeiten anwenden kann, kann ich vielleicht mehrere Arbeiten gleichzeitig machen. Wieso nicht? Wenn es passt und wenn es dich nicht stört, dann umso besser. Oder wenn du findest, das ist jetzt gar nichts für mich, ich möchte mich wirklich effektiv bei jedem Bild neu erfinden oder etwas ganz anderes schaffen, dann hast du zumindest das versucht, hast gesehen, ja, es klappt so nicht für mich. Also da muss man auch ein bisschen so anecken, um zu wissen, was passiert, also was passt einem, was geht nicht. Dementsprechend auf dem neuen Weg auch selbstbewusster unterwegs zu sein, keine Angst mehr zu haben, irgendetwas verpasst zu haben oder etwas nicht gemacht zu haben, was vielleicht hätte gut sein können, somit eine Sicherheit bekommen hast durch dieses Ausprobieren. Auf jeden Fall, du verlierst garantiert nichts durch das. Versuch es mit dem gleichen Motiv. Also wenn das Motiv anhand einer Fotografie entstanden ist, dann lass die Fotografie beiseite, schau nicht mehr darauf, sondern wirklich nur auf deine Zeichnung, das ist essentiell. Geh wirklich von deiner Zeichnung und von deinem Bild aus, schau, dass du dich von dort aus weiterentwickelst. Ja, das war mein kleiner Beitrag zur Wiederholung. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!